So, Leute, herzlich willkommen zurück. Weiter geht's zur Sidequest. Na, hier ist wieder Action oder irgendwas. Keoma 2 an Söldnerstaffel. Wir beginnen jetzt mit der Befreiungsaktion. Da drüben treibt der Oktokreuzer an Natair mit der Zielperson. So wie es aussieht, wird er von mehreren Rebellenschiffen bewacht. Hier Keoma 2. Wir lenken die größeren Schiffe ab. Söldnerstaffel, konzentriert euch auf die Schiffe am Oktokreuzer. Angriff! Okay. Kreuzer Keoma 2. Das Ablenkungsmanöver scheint zu funktionieren. Wir starten unsere Jägerstaffel. Ihr Diplomatenkreuzer an Natair, Sie müssen sich beeilen. Wir können uns nicht lange gegen die Übermacht halten. Hier Terranerkreuzer Keoma 2. Haben Schild verloren. Beeilt euch mit der Befreiungsaktion. Hier Keoma 2. Rumpfstabilität auf 50% Gefahr. Raushauen. Verdammt! Die Keoma 2 geht gerade in Rauch auf. Ja. Verdammt! Alle anderen Söldner hat's erwischt. Auf uns alleine gestellt. Jawohl. Wir haben schon Probleme. Das ist jetzt aber übel. Verdammt, das waren die Schilde. An Natair. Danke für die Rettung. Ohne euch wäre unser Schicksal besiegelt gewesen. Wir werden unseren Flug nun fortsetzen. Schade. Ich hatte zumindest erwartet, dass sich diese Dalalee persönlich bedankt. Holy shit. Die Mission ist erfüllt. Das ist cool. Aber das war schon schwierig. Hier. Und es gibt ja auch noch Piraten. Die wir uns auch noch versuchen zu kümmern. Ich speichere das eben. Unsere Schilde sind ja wieder aufgebaut, insofern. Schütteln. War vielleicht keine gute Idee. Mal gucken. Gute Arbeit. Doch, hat echt knapp geklappt. Haben wir mitgenommen, das Geld. Klar!
erstmal landen und das Schiff reparieren. Oh, das Ding fallen schon, ja. Nette Details. Das war ja eine Aktion hier. Okay. Dann. Tja, für die Story müssen wir jetzt ziemlich weit fliegen. Ist ja nicht so schlimm, dann machen wir das. Ist ja nett mit diesem Zeitverstreichen, das habe ich damit auch. Hab das Schild gelitten. Dass ich schneller springen ermöglichen kann. Spielt sich ja auch ganz fix dann dadurch. Tja. Hey, pass doch auf! Was willst du denn von mir? Ich bin gerade ins System gekommen hier. Oh, hier gibt's Piraten offenbar, ne? In Vita. Das hebe ich mir erstmal noch auf. Tja, Artefakt einsammeln oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich würde es ja gerne erstmal vermeiden, ne? Artefakt in Targetliste. Ja, ist ja alles schön und gut. Ich hebe mir die Artefakte lieber für später auf und versuche tatsächlich die Flak-Mission so zu schaffen, ohne dass ich da basteln muss in Script-Dateien und laden und speichern und laden und speichern. Haben wir, glaube ich, mehr davon. Ja. Halten wir uns erstmal an die Story, soweit es geht. Na, keine neuen Navigationsdaten, obwohl da Systeme sind. Mit Fragezeichen in der Nähe. Ja, das wird viel mit der Story auf sich haben jetzt, ab sofort. Dass man Schlüssel bekommt dafür. Jetzt haben wir neue Navigationsdaten. Einige. Okay. Da vorne ist die Forschungsstation, die wir suchen. Du musst nah genug ranfliegen und einen Kommunikationskanal öffnen, um Landeerlaubnis zu erfragen. Ja, ich speichere da mal vorher. Einfach deshalb, weil ich befürchte, dass da jetzt die erste Flak-Mission kommt. Und ja, wenn man dann jetzt hier vorher, bevor man die Story weiterspielt, die ganzen Artefakte eingesammelt hat, wir sehen, da sind schon ganz schön viele. Macht schon Sinn. Na, gucken mal. An der Computer geht nicht. Ich muss kommunizieren. Okay. Hier Mortok Forschungsstation. Abgelehnt. Landeerlaubnis kann nur mit Sondergenehmigung erteilt werden. Was ist das? Hier sind plötzlich Schiffe aufgetaucht. Aber sie kommen nicht durch das Absprungtor. Vielleicht sind sie mit einem Absprungaktuator ausgerüstet. Nicht bei dieser Größe. Dafür sind die Schiffe viel zu klein. Tooldrohnen! Wurde dieses System nicht schon mal von Ihnen angegriffen? Stimmt. Das ist sicher kein Zufall. Sie nehmen Kurs auf die Forschungsstation. Forschungsstation Mande Dulce an Darkstar One. Wir benötigen Unterstützung gegen die Drohnen. Die Station hat keine Geschütztürme. Wahrscheinlich sind sie beim letzten Drohnenangriff zerstört worden. Dann bleibt uns keine Wahl. Wir müssen helfen. Soeben erscheinen weitere Drohnenformationen. Wir müssen uns beeilen.
geht's ans Eingemachte, ja? Doch noch keine Flak-Mission. Aber es deutet schon mal darauf hin, ne? Ihr müsst auf jeden Fall verhindern, dass die Drohnen an die Forschungsstation andocken. Pass nochmal auf. Da kommen noch zwei Drohnenformationen. Da sind Drohnen im Landeanflug auf die Forschungsstation. Da sind Drohnen im Landeanflug auf die Forschungsstation. Diese Flak-Mission, die fanden noch immer auf diesen Forschungsstationen tatsächlich statt. Bin mir da nicht mehr sicher, das ist zu lange her. Da sind Drohnen im Landeanflug auf die Forschungsstation. Ja, habe ich schon verstanden. Das waren die letzten. Mission erfüllt. Forschungsstation Mande Dulce an Darkstar One. Vielen Dank für die Unterstützung. Gern geschehen. Wir benötigen aber immer noch eine Landeerlaubnis. Landeerlaubnis erteilt. Der Stationskommandant möchte Sie persönlich begrüßen. Also, na, mega. Doch. Aber mit dem Landecomputer darf man nicht landen, ja? Müssen wir schon selber landen, ja? Na gut. Ich will nicht daran denken, was passiert wäre, wenn die Tool hier gelandet wären. Ich kann Ihnen nicht genug dafür danken. Wir haben gerne geholfen, aber wir sind aus einem anderen Grund hier. Richtig, Sie hatten angefragt, ob ein Mensch namens Jack Forrester die Station besucht hat. Das hat er tatsächlich. Wann? Kurz bevor die Tool hier eintrafen. Merkwürdig. Was wollte er hier? Wir nahmen an, er sei Dr. Sarkovs Mitarbeiter. Er hatte die Identifikationscodes von Sarkov. Er hat mit ein paar Forschern gesprochen. Dann ist er wieder gegangen. Jack, ein Wissenschaftler. Wer ist dieser Sarkov? Wie kann ich ihn finden? Dr. Sarkov arbeitet an geheimen Regierungsprojekten. Seine jetzige Station kenne ich nicht, aber sie wird wohl im Raptor-Territorium liegen. Ich könnte Ihnen den Schlüssel zum ersten Raptor-Cluster geben. So, ich habe den Schlüssel in Ihr Logbuch überspielt. Ich hoffe, Dr. Sarkov ist nicht zugestoßen. Viel Glück. Ihnen auch. Was ist da komisch? Tja. Erstmal abfliegen, ja. Darkstar One, hier noch ein guter Rat. Die Stimmung zwischen Raptoren und Terranern ist derzeit sehr gereizt. Erwartet also keine besondere Hilfe bei der Suche nach Sarkov. Danke. Wir werden sehen. Wir werden hoffentlich irgendwie klarkommen. Da fällt mir was ein. Ich kenne einen Raptor, der mir noch einen Gefallen schuldet. Er lebt hier bei den Mortok im Bianar-System. Ich könnte ihn um Hilfe bitten. Klingt nach einer guten Idee. Bitte Genehmigung. Okay. Geht das endlich mal weiter hier? Das war der letzte Conte. Das so legit ist. Na gut. Fliegen wir direkt weiter.
Piraten. Offensichtlich auch wieder in einem Kampf, denn da sind schon wieder Schilde unten. Mal gucken, ob wir da noch beiwohnen können. Offenbar machen die ja mächtig Druck da. Die Piraten sind, glaube ich, stärker, kann das sein. Sieht fast so aus, weil die ihre Schilde wieder aufbauen. Dann wollen wir mal gucken, was wir mit denen anstellen können. Ganz andere Probleme, das können wir als Piratenlinie auch noch gebrauchen. Habe direkten Feindkontakt! Mein Tod ist ehrenvoll! Von wegen, als Pirat oder was? Naja. Oh, ein Container. Den kann ich auch nehmen. Mir nicht so schwer. Ja, da muss ich mir vielleicht merken, wo diese 100-Tonnen-Container waren, in welchem System, und mal gucken, ob die später dann vielleicht noch da sind. Doch, den schleppe ich nur mit. Das ist nur was für die Handelsstation. Aber gut, so kriegen wir auch ein bisschen Handeln rein hier. Ist ja auch ganz nett. Schon wieder Piraten. Ja, komm. Wenn ihr unbedingt Krieg wollt, bekommt ihr den Krieg. Schaffe ich zeitlich wohl auch noch. Du bist ich bin nur noch der Einzige, der gegen sie kämpft. Den Container haben. Und dann auf die Handelsstation. Mal gucken, was wir da Schönes verkaufen können. Landen wir mal mit dem Container im Schlepptau. Lü, 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 lü.
Und hier gibt's noch jeder Ehre- und Luxusartikel steht auf dieser Station unter Strafe. Aber Handel eigentlich wohl, ne? Chemikalien haben wir. So verkauft man das dann wohl. So. Anklicken und rüberziehen. Okay. Ja. Nun. Jeder Handel mit Luxusartikeln steht auf dieser Station unter Strafe. Gibt einfach keinen besseren Frachtcomputer bisher. Doch, gibt X100, aber ich bin noch Klasse 1 und nicht Klasse 2. Ja nun. Story oder Quest? Das ist die Frage. Ich würde eher sagen Quest. Aber erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkstar One.